Guten Morgen, beziehungsweise eigentlich guten Abend. Es ist Donnerstagabend, es ist Tag 5 des Wasserfastens. Das große Problem ist der Schlaf. Das kann ich sagen. Ich kann quasi jede Nacht noch weniger schlafen. Die Nacht waren das vielleicht 3 Stunden und ja, es neigt sich auch so langsam dem Ende entgegen. Ich hatte letztes Mal ja 5 Tage gefastet, das ist jetzt, hab dann abgebrochen, bin auch jetzt mental so weit, dass ich sage, okay, reicht. Werde aber morgen den 6. Tag noch durchziehen und auch den 7. Tag noch bis zum Mittag, Nachmittag durchziehen, sodass ich eine Woche Wasserfasten gemacht habe. Vielleicht kommt ja dann irgendwie die Erleichterung am 6. und am 7. Tag, keine Ahnung. Schlaf ist das große Problem. Also, das hat immer schlechter geworden und ja. Die Aggressivität, die ich am 3. Tag hatte, ja, war einfach ausgelöst durch einfach, dass ich mit Chiara zusammen ein paar Wohnungsbesichtigungen gemacht habe und da Stress einfach da war, auch durch eine andere Person. Das liegt gar nicht an Chiara, das hätte jeder andere sein können. Von daher, wenn ich alleine bin, dann ist die Aggressivität nicht da oder tritt sie nicht hervor. Und deswegen ja, ist das einfach nur quasi so eine Übersensibilität. Denn ich bin auch besonders geräuschempfindlich geworden. Das heißt, wenn irgendwo ein Auto vorbeifährt oder einfache Dinge, so das Rascheln vom Laub zum Beispiel, das ist schon so, dass es wehtut teilweise. Also übersensibel. Und entsprechend, ja, alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich ruhig für mich so den Tag vollziehe, passt das alles. Bin ich ruhig. Wie gesagt, bin ein bisschen müde, weil ich halt wenig schlafe. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Ich habe ja 2017 mir vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen. Ich verlinke das Video oben in den Infokarten. Und ja, und wegen Fasten würde ich halt ungern da aufhören. Aber ich kann natürlich nicht die Leistung vollbringen, die ich normalerweise vollbringen kann. Und ja, entsprechend mache ich jeden Tag Sport, aber bei weitem nicht so viel wie vorher. Einfach für mich, um das neurologische Netz im Gehirn, ich mache jeden Tag Sport, auch aufrecht zu erhalten. Und das ist, ja. Heute bin ich 9 Kilometer Fahrrad gefahren und gestern 2 Kilometer gelaufen oder so. Es ist nicht viel, aber es ist Sport. Ich mache jeden Tag Sport. Und wenn ich dann vielleicht ab Samstag dann wieder normal esse, dann wird es wieder ganz normal werden. Aber zumindest kann ich sagen, ich habe jeden Tag ein bisschen was gemacht. Genau. Ja, ansonsten Schlaf halt schlecht. Sport geht weiter. Das Wichtigste eigentlich in der Zeit, und das ist halt sowas, was bei jedem Wasserfasten immer wieder ist. Jetzt ist das 4. Mal, dass ich Wasserfaste. Jedes Mal ist es immer wieder dasselbe. Das ist eine grundspirituelle Erfahrung. Das ist jedes Mal so. Und das beginnt am 1. Tag und steigert sich zum 2. Tag und hat dann eigentlich so seine Hochphase. Und am 3., 4., 5. Tag, ja, bleibt es noch da. Ist ein bisschen niedriger als am 2. Tag. Aber das ist halt mit dem Leid verbunden. Meiner Meinung nach. Denn umso höher das Leid, umso höher ist auch, ja, dieses spirituelle Gefühl, dieses Gefühl klarer zu sehen, dieses Gefühl bewusster nachzudenken. Und ja, das hat jetzt bei mir zu einigen Erkenntnissen geführt. Zum einen, was ich ja schon beim vorigen Video gesagt habe, dass ich meine Wohnung umstrukturiert habe, aber auch, dass ich neue Gedanken gefasst habe, dass ich wieder oder auch erstmalig in gewissen Dingen klarer sehe und das ist richtig gut und deswegen mache ich das auch weiter, obwohl ich ja rein körperlich sicherlich nicht den besten Zustand habe. Habe das ja auch im Video öfter kommentiert. Boah, du siehst nicht gut aus und machst dir Sorgen und so. Klar, körperlich ist es belastend,
ist natürlich auch eine Herausforderung. Und die ich bewusst eingehe. Ne? Aber auf geistiger Ebene ist es halt echt richtig gut. Und von daher kann ich es aus dem Punkt jedem empfehlen. Körperlich, vielleicht wenn ich die Einläufe noch dazu mache und so weiter, geht es vielleicht auch körperlich besser. Aber wie gesagt, mir geht es körperlich eigentlich bis auf mein zerschmettertes Knie oder mein Bandscheibenvorfall. Ja, ansonsten geht es mir eigentlich körperlich ja gut. Ich mache das ja nicht wegen Entgiftung oder sonst was, das Fasten. Sondern für mich war wirklich so, ja, einfach auch diese spirituelle Seite halt immer. Auch dieses Leid, was damit einhergeht. In unserer Gesellschaft geht es einfach zu gut. Die Leute haben Zeit für Dinge, das ist unfassbar, für sinnlose Dinge, mit denen sie ihr Leben vollknallen und zumüllen. Das fängt an beim Medienkonsum, das geht über irgendwelche Internetaktivitäten und ja, hört dann irgendwo oft bei irgendwelchen Konsumhobbys. Das ist, ja, Menschen geht es einfach zu gut und mir geht es auch zu gut, definitiv. Und ja, entsprechend war es mal wieder an der Zeit zu fasten. Wie gesagt, für mich eine rein spirituelle Angelegenheit. Und ja, ich habe ein paar Gedanken gefasst und es werden ein paar Videos kommen, die sicherlich wieder bei einem Großteil der Zuschauer auch auf meinem Kanal wieder ein bisschen Stirnrunzeln hervorbringen werden. Wird auch Änderungen geben. Wenn ich meiner Linie treu bleiben möchte, und das möchte ich, dann muss ich meiner Intuition folgen. Und meine Intuition ist halt, ja, dass ich halt im Fluss der Energien bin, dass ich Sachen verändere, dass ich mich selber in Frage stelle, dass ich demütig bin. Ja, ganz großer Punkt. Und ja, und da habe ich mir halt so meine Gedanken gemacht und ja, fühlt sich einiges jetzt besser an, wie ich Sachen handhabe, wo ich lange, ja, mein Ego hofiert habe und mich nach meinem Ego gerichtet habe. Klar, habe ich schon ganz am Anfang gesagt bei YouTube, wenn ich irgendwann mal 100 Abonnenten, wenn ich irgendwann mal 1000 Abonnenten habe, jetzt habe ich 5000, 6000 Abonnenten jetzt, das ja, ist natürlich ein Problem fürs Ego, ne? Es wächst. Anerkennung, Anerkennung. Und da ja, muss ich aufpassen. Und deswegen ist es ganz gut, dass ich meine Abonnenten wieder dezimiere, beziehungsweise ein bisschen Unzufriedenheit schüre mit sinnvollen Dingen, also in meiner Sicht sinnvollen Dingen. Und ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ja, wird ein bisschen was auf euch zukommen. Ja, aber es ist halt, wie es ist. Und ich gehe meinen Weg oder ich gehe den Weg, den mein Denker für mich als den Weg erachtet, der am sinnvollsten ist und wo er sich am wenigsten belügt, obwohl man das nie ganz ausschließen kann. Und ja, so geht's weiter. Wie gesagt, es kommen Videos, glaube ich, am Montag werde ich das erste Video bringen und wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag das zweite Video von so ein paar Änderungen, Darstellungen im Mindset. Und dann habe ich noch ein drittes Video, das wird wahrscheinlich eine Woche drauf kommen. Und ja. Also Fasten, kurz Zusammenfassung, SSS, Sport wird weitergemacht, Schlaf sieht schlecht aus. Spiritualität nach oben geboostet, alles in allem. Gut, ich kann es empfehlen aus spirituellen Gesichtspunkten, aus gesundheitlichen Gesichtspunkten nicht, aber das war die anderen drei Fasten auch so und ja, da geht man lieber zu anderen Kanälen. Der Joachim von Difference to Virtue, jetzt nennt er sich Cool und Kamera, glaube ich, der kann da fachlich sicherlich mehr dazu beitragen, was Fasten aus Ernährung, aus gesundheitlicher, aus ernährungstechnischer Sicht angeht, wer da Probleme hat. Ich habe auch ein Video gemacht, Fasten aus wissenschaftlicher Sicht. Da geht es darum, dass halt Entzündungen, dass der Körper sich besser um Entzündungserkrankungen kümmern kann und auch viele Autoimmunerkrankungen sind nichts anderes als Entzündungserkrankungen. Ja, habe ich aber alles nichts. Also von daher bin ja gesund, mir geht's gut. Von daher, ja, gibt es gesundheitlich nichts, wo ich mich da irgendwie entgiften oder reinigen kann. Von daher, ja, soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wenn ihr das wieder seht, ist wie gesagt Freitag. Dann werde ich noch
am Samstag fasten. Und genau, dann werde ich Sonntag oder Samstagabend dann wieder normal essen. Und ja, wird wahrscheinlich auch kein weiteres Video geben. Wie gesagt, relativ unspektakulär alles gewesen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommt gut ins Wochenende. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.